Hallo, mein lieber Steinbock. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Jänner. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Zuerst befassen wir uns mit deinem Start in den Monat. Dann sehen wir uns die Blockaden, die Hürden näher an, die die kommenden 30 Tage in deinem Feld aktiv sind. Denn die strahlen üblicherweise auf alle Lebensbereiche aus. Wir widmen uns wie immer zuerst den Entwicklungen im materiellen, finanziellen bzw. beruflichen Sektor und im letzten Teil der Legung sehen wir uns an, was sich im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen beobachten lässt. Natürlich holen wir uns auch Anregungen und Lösungsimpulse direkt vom Universum ein. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Jänner für dich hat. So, ein paar Karten brauche ich noch, mein lieber Steinbock, und dann geht's auch schon los. So. Nur ein kleiner Hinweis, es handelt sich hier um Tendenzen. Das sind hohe Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, nichts, was wir uns hier ansehen, muss zwingendermaßen geschehen. Wenn wir die ein oder andere negative Karte im Bild haben, dann ist das mehr ein Hinweis vom Universum, dass du hier eben irgendwo Acht geben sollst und dass du hier vielleicht die ein oder andere Kurskorrektur in Betracht ziehen sollst. Also es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Beunruhigung. Ja, und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mit der Legung für Jänner. Wenn du diese Legung zu einem späteren Zeitpunkt ziehst, macht es überhaupt nichts, denn alle meine Legungen sind zeitlos und finden dich genau zum richtigen Zeitpunkt. Diese Legung umfasst in etwa einen Zeitraum von 30 Tagen. Ist bei jedem ein bisschen variabel der Zeitraum, in dem sich das Ganze abspielt. Ja, und so würde ich sagen, fangen wir an. Hier ist ein bisschen ein durchwachsener Start in das neue Jahr. Da möchte ich gleich mal ein paar Informationen dazu haben. Deine Gedanken drehen sich am Monatsanfang sehr stark um irgendetwas, was nutzlos ist oder sinnlos ist, wo du viel Energie vielleicht auch hinein investiert hast oder auch viele Ressourcen und wo du drauf kommst, das bringt irgendwie nichts. Und das beschäftigt dich am Jahresanfang sehr. Von außen betrachtet hat man das Gefühl, dass du dich selbst ein bisschen wegsperrst oder dass du es dir selbst vielleicht ein bisschen schwer machst, mein lieber Steinbock, ja? Wir haben hier noch einen Hinweis und da geht es um Stabilität, da geht es um um irgendetwas, was konstant sein soll und irgendetwas ist hier los. Da möchte ich jetzt noch eine Karte, denn das ist schwierig. Okay, kann sein, dass du es dir vielleicht selbst ein bisschen schwer machst, dass du vielleicht ein bisschen streng mit dir bist, ja? Habe ich so das Gefühl, denn es geht hier um Stabilität und ich glaube, du machst es dir, wie gesagt, selber schwer, denn diese Stabilität, die möchtest du gerne mit Leichtigkeit haben. Aber ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas ist hier los. Wir werden da dann näher reinschauen, was wir hier beobachten dürfen. Kann auch sein, dass das hier mit dieser
mit dieser Sache zu tun hat, wo du drauf kommst, dass das hier irgendwie nichts bringt oder dass das Ganze vielleicht einfach im Kreis läuft und irgendwie nicht weitergeht, da kann es sehr gut sein, dass hier vielleicht auch ein bisschen Demotivation und Missmut entsteht. Jetzt habe ich hier schon so viel getan und gemacht und jetzt wird das irgendwie nichts und kann sehr gut sein, dass du hier ein bisschen damit haderst, wie du hier jetzt weiter vorgehst, ob man das jetzt eben, ob man das hier ja in den Griff bekommen kann oder ob man diese Sache loslassen soll. Was das ist, das wird bei jedem ein bisschen anders sein. Das kann jetzt, das kann natürlich etwas Berufliches sein, dass du hier vielleicht die ein oder andere Aufgabe lange gemacht hast oder übernommen hast und du drauf gekommen bist, das bringt eigentlich nichts. Kann auch sein, wenn du beispielsweise selbstständig bist, dass du hier vielleicht dein Angebot veränderst, weil du merkst, dass bestimmte Angebote dir eigentlich nicht wirklich etwas bringen und es soll ja eigentlich für alle immer, ja, es soll ja für alle ausgeglichen sein. Wenn das hier im privaten Bereich ist, dann kann das sein, dass du hier auf eine Verbindung, ja, dass es sich hier um eine Verbindung dreht, wo du sehr viel gibst, aber nichts zurückkommt. Das kann natürlich auch sein. Du weißt vermutlich ganz genau, was das ist und ich habe das Gefühl, du bist hier ein bisschen hart mit dir selbst, ja, was das Ganze betrifft. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal die Blockaden an, die im Jänner aktiv werden, die hier hochgefahren werden. Wenn du schon mal eingeschaltet hast, dann weißt du, diese Blockaden möchten jetzt auch aufgelöst werden. Und wenn wir diese Blockaden auflösen, dann können wir üblicherweise in allen Lebensbereichen eine gewisse Erleichterung und Leichtigkeit beobachten, die sich dann mit der Zeit einstellt. Und wir holen uns jetzt mal ins Bewusstsein, was denn hier los ist. Und hier geht es auch sehr, sehr stark um ausgeglichene Verbindungen, mein lieber Steinbock, die hier blockiert sind auf eine gewisse Art und Weise. Was jetzt aber auch bedeutet, dass hier im Laufe des Jänners ein Ausgleich stattfinden soll, also dass sich das hier irgendwie verändern soll. Das klingt doch schon mal recht positiv. Es geht hier um irgendwelche Verbindungen, die ausgeglichen sind, die du vielleicht auch gerade nicht annehmen kannst. Das kann auch sein. Fragen wir mal, ob wir hier noch eine Information bekommen. Okay, wir bekommen zwei. Ich habe das Gefühl, dass du hier irgendetwas mit dir selber auch ausmachen musst. Wir werden uns dann natürlich in den einzelnen Lebensbereichen, die wir näher ansehen, wenn wir genauer hineinsehen, wo dieses Thema hochkommt. Aber ich habe das Gefühl, hier musst du vermutlich zuerst irgendetwas selbst in Bewegung setzen, damit das Ganze hier freigelassen werden kann. Also so zeigt sich das hier. Das ist hier, also dieser Zustand von irgendwie das Gefühl zu haben, dass man hier nichts zurückbekommt oder dass hier eine Unausgeglichenheit herrscht, das soll auf jeden Fall rausgehen, mein lieber Steinbock. Dann geht es hier auch um irgendeine bestimmte Antwort in den Blockaden oder eine Reaktion auf irgendetwas. Da bin ich auch gespannt, was das ist. Also kann sehr gut sein, dass du hier auf irgendetwas wartest und dass dich das Universum darauf aufmerksam machen möchte, dass diese Antwort in jedem Fall kommen wird und du hier den Fokus mehr auf etwas anderes legen sollst als auf das Warten. Das kann auch sein. Und dann habe ich hier noch etwas, das ist auch sehr spannend. Das kann hier sehr gut sein, dass das hier den beruflichen, finanziellen Bereich betrifft. Denn hier geht es darum, dass dir im Jänner vielleicht ein Angebot gemacht wird, das im ersten Moment ganz gut klingt, aber wenn man näher hinsieht, nicht so optimal ist, also eher für das Gegenüber optimal ist und für dich, ja, für dich hier irgendwie, ja, mehr eine Fassade darstellt. Das dürfte hier vielleicht auch in Zusammenhang hängen mit dieser Schwingung, die wir hier haben, mit dem, ja, mit diesem
Energie in etwas investieren und hier kommt irgendwie nichts zurück. Also diese sinnlose Sache, diese nutzlose Sache, das kann hier zusammenhängen, dass das hier jetzt aufgelöst werden soll, dass sich hier ein Schalter umlegen soll, mein lieber Steinbock. Ja, und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir schauen jetzt in den beruflichen, finanziellen, materiellen Sektor, was wir hier für Schwingungen beobachten dürfen, was wir hier für Tendenzen erfahren dürfen. Und wir fangen an mit dem ersten Monatsdrittel. Und da sehe ich, da haben wir gleich die 555. Das ist eine Engelszahl. Wenn du schon mal eingeschaltet hast, dann weißt du, die Engelszahlen, die sich hier zeigen in meinen Legungen, stehen zum einen dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist und sind hier auch ein bisschen Wegweiser, was hier gerade ansteht. Und die 555 steht in meinen Legungen immer für eine Veränderung. Und hier geht es um eine Veränderung im zwischenmenschlichen Bereich, im beruflichen Sektor, im ersten Monatsdrittel in etwa. Ja, spielt sich hier etwas ab, eine Veränderung zu deinen Gunsten. Das kann jetzt entweder sein, dass hier jemand dein Feld verlässt oder dass hier ja eine Position ausgetauscht wird. Kann auch sein, dass jemand zu dir kommt, ja, also dass du hier einen Kontakt knüpfst. Es findet auf jeden Fall eine Veränderung statt. Kann auch sein, dass du hier irgendjemanden, mit dem du schon länger in Verbindung stehst, dass sich hier ein Kontakt vertieft, dass man sich in einem neuen Licht wahrnimmt. Wir haben hier ja auch noch die Energie des Jahreswechsels, ja, die hier mitschwingt. Das kann hier natürlich auch der Fall sein. Zum Monatsanfang gibt es ja einige lästige Dinge, die zu erledigen sind. Das muss ich dir jetzt einfach sagen. Das ist aber meistens so. Ich meine, ich weiß, es ist auch dein Geburtstagsmonat, also Geburtstagszeitraum von Dezember bis Jänner. Ich bin ja auch selber Steinbock. Und ja, das erste Drittel ist im beruflichen, finanziellen Bereich ein bisschen mühsam. Das sind ein paar Dinge zu erledigen, wie jedes Jahr, die einfach erledigt werden müssen. Kann sein, dass du dir auch ein bisschen missmutig bist. Das geht aber vorbei. Es geht auch darum, dass du dich dem stellst. Das kann jetzt aber auch noch diese Angelegenheit sein, die wir hier zu Beginn der Legung besprochen haben, dass hier irgendetwas ja nicht ganz rund läuft. Also das kann schon diesen Sektor hier auch betreffen, ja. Das will jetzt einfach erledigt werden. Das sind ein paar Baustellen, die angegangen werden müssen, mein lieber Steinbock. Aber es kann hier auch sehr gut sein, weil wir hier die 555 haben, dass du hier vielleicht Unterstützung bekommst, ja. Also dieser Wechsel hier, der ist wichtig. Kann auch sein, dass hier jemand wegbricht, und dass du dich hier vielleicht ein bisschen, dass ihr das Gefühl hast, ein bisschen in der Luft zu hängen, aber dieser Wechsel hier, der ist sehr, sehr wichtig, ja, also egal, was hier passiert, dieser Wechsel, diese Veränderung ist wichtig für dich und auf lange Sicht auf jeden Fall sehr schicksalhaft auch, ja. Schauen wir mal in die Monatsmitte, was hier los ist. Und da sehen wir eine beginnende Erschöpfung. Kann natürlich auch daher rühren, dass hier einige Dinge erledigt werden müssen oder dass du hier einiges im ersten Monatsdrittel erledigt hast, dass hier einfach auch viel zusammengekommen ist. Auch in dem Sinn, dass man das vielleicht auch gar nicht verhindern kann, weil das eben einfach so ist. Ein neues Jahr beginnt und das sind meistens einfach ein paar organisatorische Dinge zu erledigen, vielleicht auch einiges zu planen, zu strukturieren etc. etc. Und hier haben wir auch schon einen Impuls vom Universum, dass es gerade in der Monatsmitte oder vielleicht bereits zum Monatsanfang schon wichtig ist, dass du hier auf deinen Energiehaushalt Acht gibst und schaust, ja, dass du dich hier nicht überforderst und dass du dir hier nicht zu viel aufbürdest, denn Erholung ist auch Teil des Ganzen, mein lieber Steinbock, ja. Das ist schon auch wichtig. Das führt auch dazu, dass wir dann wieder mehr Energie haben. Was ich hier noch sehe, mein lieber Steinbock, in der Monatsmitte, ist, dass du hier irgendwo einen Durchbruch
Blick hast, dass dir irgendetwas glasklar wird, ja, irgendetwas, was dir, wo du schon länger gegrübelt hast, wie du das lösen kannst, da kommt eine Lösung auf dich zu. Also dieses Gefühl oder dieses mühsame Gefühl vom im ersten Monatsdrittel, das wird hier abgelöst in der Monatsmitte. Also da hast du irgendeine Erleuchtung im beruflichen oder im finanziellen Bereich. Kann sein, dass du hier vielleicht auch vorhast oder dass du aktuell vorhast, irgendeine neue Einnahmequelle zu erschließen und dass du hier schon lange grübelst, wie du das umsetzt und dass sich dann hier die Lösung zeigt. Kann aber auch eine andere Thematik sein, wo du schon länger darüber brütest, wo wir hier auch eben im ersten Monatsdrittel den Hinweis haben, dass du hier ja vielleicht auch das Gefühl hast, in der Luft zu hängen, dich ein bisschen verloren fühlst und das ist ja wie ein Schalter, der sich umlegt in der Monatsmitte von der Tendenz her. Also das ist nur temporär zum Monatsanfang. Also dieses anstrengende Gefühl wird dich auf jeden Fall in der Monatsmitte, also soll es dich laut Tendenz verlassen. Dann habe ich hier noch etwas in der Monatsmitte, das sehr, sehr wichtig ist, denn hier kommt Unterstützung. Also das an deine Seite in einer bestimmten Angelegenheit. Das kann jetzt hier durchaus mit dieser Veränderung zusammenhängen. Kann sein, dass diese Unterstützung bereits zum Monatsanfang an deine Seite kommt. Kann aber auch sein, dass im ersten Monatsdrittel Platz gemacht wird für eine neue Person. Du hier ein bisschen in der Luft hängst, weil du nicht weißt, was als nächstes kommt. Und in der Monatsmitte zeigt sich hier auf jeden Fall Unterstützung im zwischenmenschlichen Bereich, was Beruf und Finanzen betrifft. Ja. Kann auch sein, dass du im Gespräch mit dieser Person draufkommst, was du hier, also auf diese Lösung draufkommst, die du brauchst. Also wo du hier diesen Durchblick hast, wo sich dir plötzlich ein Weg eröffnet, wo du hier ganz klar siehst, worum es oder wie du das angehen kannst. Ja, also das ist schon mal eine sehr gute Entwicklung. Wichtig ist, wie gesagt, dass du wirklich darauf schaust, dass du auch genug Ruhephasen einplanst, mein lieber Steinbock. Wie gesagt, es ist eine beginnende Erschöpfung, aber das Leben ist ein Marathon, daher schau, dass du das in deinen Alltag mit einbaust. Was können wir jetzt noch im letzten Monatsdrittel beobachten? Und da zeigt sich ein Neubeginn, ein Neustart, ja, also hier wird irgendetwas gestartet. Das kann jetzt natürlich damit zu tun haben, dass du hier irgendwo den Durchblick bekommst, dass dir hier irgendetwas klar wird, also diese Lösung, die sich dir zeigt und dass du dann direkt in die Umsetzung gehst. Kann generell auch bedeuten, dass du vielleicht einen Jobwechsel machst, das kann auch sein, kann eben auch sein, dass hier vielleicht eine neue Einnahmequelle erschlossen wird, kann aber auch generell sein, dass du hier irgendetwas Neues in dein Leben integrierst, dass hier irgendetwas mit materiellen Angelegenheiten oder finanziellen Angelegenheiten zu tun hat. Dieser Neustart, der ist aber nicht ins Blaue hinein, also das ist nicht wirklich impulsiv, das ist ein Neustart mit Erfahrung, mit Erfahrungswerten und vor allem mit Erfahrungswerten, wie es nicht geht. Also du kannst hier schon einiges ausschließen. Ich habe hier auch noch Folgendes, und zwar, dass du vielleicht, dass sich das alles vielleicht ein bisschen chaotisch für dich anfühlt im letzten Monatsdrittel, weil hier sehr viel, Veränderung sichtbar ist. Und da kann es auch sein, dass du hier nicht so recht weißt, was hier als nächstes kommt, weil es irgendwie alles Schlag auf Schlag geht. Aber es ist wirklich wichtig, dass hier etwas geschieht. Also diese 5-5-5 Energie, die wir hier haben, die zieht sich hier richtig durch den ganzen Jänner. Also hier ist einiges, also hier wird einiges verändert. Hier wird einiges auch zu deinen Gunsten verändert. Also beziehungsweise veränderst du hier einiges zu deinen Gunsten, so wie es von der Tendenz her aussieht.
Kann jetzt auch sein, dass dieses Angebot, das wir hier in den Blockaden haben, darauf bin ich jetzt noch nicht eingegangen, dass das hier vielleicht bereits zum Monatsanfang ist, wo hier diese vielen Erledigungen sind und wo wir ja auch diese Veränderung im zwischenmenschlichen Bereich haben. Also kann sein, dass du dich hier vielleicht von einem Geschäftspartner verabschiedest oder dass du hier etwas in die Heilung bringst und dieses Angebot, dass du hier beispielsweise sagst, das passt mir so nicht, ich hätte es gern so und so. Also dass man hier in Verhandlungen geht und dass dementsprechend sich hier auch etwas verändert. Das kann durchaus auch der Fall sein. Was ich dann noch habe, ist hier etwas, wo ich noch eine weitere Information brauche. Okay, ja, sehr gut. Im letzten Monatsdrittel, bist du hier sehr bei dir selbst, was vor allem auch das Zwischenmenschliche im beruflichen, im finanziellen Bereich betrifft. Und da kann es gut sein, dass man versucht, dir einiges aufzuladen, aber dass du hier sehr bewusst handelst und sehr klar handelst und auch Dinge ablehnst, bei denen du merkst, das ist hier einfach zu viel. Vor allem auch, hier ist auch dieser starke Wechsel. Also du wirst deine Energie für diesen Neustart brauchen. Und kannst hier, und das ist auch eine sehr wichtige Lektion, ja, also dieses Gefühl vom Monatsanfang, das soll hier auch rausgehen. Also du lernst relativ schnell daraus und setzt das auch relativ schnell um, denn gegen Monatsende wirst du hier auch einiges ablehnen, wo du merkst, das bringt dir nichts und das ist nur Belastung. Und das ist auch wirklich, wirklich positiv, denn dieser Neustart, der ist auch wichtig. Das ist etwas Schicksalhaftes, mein lieber Steinbock. Ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt mal in den zwischenmenschlichen Bereich, was wir hier erfahren dürfen. Du weißt, dass ich nicht direkt zum Thema Liebe lege. Wenn es sich in den Karten zeigt, dann spreche ich es natürlich auch an, denn dann hat es auch einen Mehrwert für dich. Das bedeutet aber nicht, wenn sich hier jetzt nichts zeigt, dass sich in diesem Bereich dann nichts tut. Manchmal soll man es einfach nicht wissen. Das möchte ich nur einmal dazu gesagt haben. Es geht hier mehr darum, was du wissen sollst und manche Dinge, die passieren, die sollen einfach passieren, ohne dass man davor etwas erfahren hat, ja. So, was tut sich hier im ersten Monatsdrittel? Also da sehe ich Fülle, da sehe ich auch etwas Schicksalhaftes im zwischenmenschlichen Bereich, also direkt mit einer anderen Person, da ist irgendein richtiger Zeitpunkt, also irgendeine schicksalhafte Situation können wir hier beobachten. Das kann auch sehr gut sein, dass du hier jemanden kennenlernst, ja, wenn du gerade ja neue Kontakte knüpfen willst oder auf Partnersuche bist. Also das ist wirklich, das ist schon ein guter Hinweis, wichtig. Wichtig ist hier auch präsent zu sein, rauszugehen, erreichbar zu sein, dass man überhaupt in Kontakt mit dir treten kann. Aber mit einer bestimmten Person gibt es hier einen schicksalhaften Moment, der sehr wichtig ist. Und wir haben hier auch die Fülle, wir haben hier auch ein Wachstum, das wir hier beobachten können. Also hier passiert irgendetwas sehr, sehr Positives im ersten Drittel. Was hier auch ist, dass du hier ja Bilanz ziehst, welche Personen in deinem Leben sind. Das wird hier auch eine wichtige Rolle spielen. Also ich habe so das Gefühl, dass dich das, was zum Monatsanfang, also das, was um den Jahreswechsel herum ist, diese Energie, dass dir das richtig auf die Nerven geht auch und dass du dich hier auch irgendwo selbst befreist und dass du hier Bilanz ziehst und für dich hier eine Klarheit schaffst, wie es weitergehen soll. Also du siehst die Sachen hier sehr, also du siehst deine Verbindungen hier sehr nüchtern und betrachtest sie ja sehr zukunftsorientiert und ja auch
dahingehend orientiert, welche Verbindungen sind denn gut für dich? Was bringt dir denn? Welche Verbindungen bringen dir denn auch etwas? Ja, denn wir haben hier, wie gesagt, dieses Geben, Geben, Geben und es kommt hier nichts zurück. Also das ist hier irgendwie ein wirklich ein großes Thema und du gehst hier direkt in die Umsetzung. Also das ist wirklich, wirklich schön. Kann, wie gesagt, auch sein, dass am Monatsanfang, dass hier, also im ersten Monatsdrittel, dass du hier jemanden kennenlernst. Ja, also der richtige Zeitpunkt, das ist deine Schlüsselinformation. Für irgendetwas kommt der richtige Zeitpunkt. Das kann natürlich auch eine Person betreffen, die du bereits kennst, dass hier irgendetwas Schicksalhaftes passiert. Mehr bekomme ich hierzu nicht herein, aber der richtige Zeitpunkt, und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, mein lieber Steinbock. Egal, was sich hier abspielt, der richtige Zeitpunkt für irgendetwas kommt ja mit einer anderen Person. Du wirst es dann auf jeden Fall wissen, wenn es soweit ist, also darüber darf ich dich in Kenntnis setzen. Schauen wir jetzt mal in die Monatsmitte, was hier los ist. Und interessanterweise, die Monatsmitte ist hier ein bisschen durchwachsen, dafür im Beruflichen nicht so durchwachsen. Also kann sehr gut sein, dass du in der Monatsmitte mit dem Kopf mehr im Beruflichen und Finanziellen, also dass du hier mehr mit deinem Kopf bist. Und hier sehe ich eine gewisse Unruhe oder innere Unruhe, was zwischenmenschliche Verbindungen betrifft, auch ein gewisses Gestresstsein. Vielleicht ist hier einfach ein bisschen viel los. Wir haben hier ja auch diesen Impuls, dass hier eine beginnende Erschöpfung sichtbar wird und die sehen wir hier vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Also hier ist irgendetwas los, da geht es jetzt auch darum, dass du hier irgendetwas erkennst, habe ich das Gefühl. Wichtig für dich ist, dass du hier diese Energie vom ersten Monatsdrittel mitnimmst, ja, also dieses Perspektivenwechseln, die Personen so wahrnehmen, wie sie sind. Das ist hier irgendwo wichtig, denn was ich hier sehe, ist, dass es sein kann, dass du hier vielleicht in der ein oder anderen Situation, nicht in allen Situationen, mein lieber Steinbock, hier vielleicht schon eine festgefahrene Meinung hast. Und das ist hier auch sehr, sehr wichtig für dich. Hinterfrage auch deine Standpunkte. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die Monatsmitte für dich, denn du bist hier bereits auf einem sehr guten Weg, hier irgendetwas Altes, Schweres aufzulösen. Und in der Monatsmitte sollst du dich auch selbst, also sollst du deine eigenen Überzeugungen oder deine eigene Meinung bezüglich anderen auch hinterfragen. Das ist hier sehr, sehr wichtig, denn auch hier sind einige Unruhen und das ist... kann sein, dass du hier dann irgendetwas erkennst, was für dich in weiterer Folge sehr wertvoll ist, wo du hier deine Schlüsse ziehen kannst. Dann gibt's ja noch etwas und das ist wirklich wichtig. In der Monatsmitte kann es sehr gut sein, dass sich hier vielleicht jemand versucht, in irgendetwas einzumischen oder versucht dir irgendetwas einzureden. Das kann jetzt natürlich auch eine manipulative Verbindung sein. Ja, die Frage ist, wer diese Person ist. Du wirst es aber ganz klar erkennen. Also es geht hier, wie gesagt, darum, deine Schlüsselinformation ist, dass du deine Sichtweisen oder deine Überzeugungen hinterfragen sollst. Das wird dir hier eben auch den Blick freigeben auf etwas ganz Offensichtliches, wo sich hier jemand einzumischen versucht. Ich schaue jetzt noch mal kurz, ob wir hier noch etwas... Nein. Wichtig ist, wie gesagt, dass du hier Ruhe bewahrst, die Augen aufhältst und dich dann einfach nicht auf eine Seite ziehen lässt, auf die du dich, ich glaube auch nicht, dass du dich auf diese Seite ziehen lässt, aber das ist ein Thema in der Monatsmitte, das für dich wichtig ist, dass du hierüber informiert wirst. Also, dass hier jemand versucht, dich in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das bedeutet nicht, dass diese Person
bösartig motiviert sein muss. Das möchte ich auch dazu sagen. Es kann einfach sein, dass diese Person hier irgendein Vorhaben hat und hier versucht, dich hier mitzureißen. Ich habe hier aber einfach auch das Gefühl, dass das dass das hier irgendwie nicht wirklich, dass das hier nichts ist, was du eigentlich möchtest. Das kann jetzt auch dieses seltsame Angebot sein, das wir hier in den Blockaden gesehen haben. Die Frage ist jetzt für mich natürlich auch, wo diese, was hier diese Antwort ist. Das schauen wir uns dann auch noch mal näher an, weil ich gerade da drauf schaue. Ich hole jetzt mal hier noch eine Information ein. Okay. Das kann jetzt das letzte Drittel betreffen, denn hier haben wir einen Aufbruch im letzten Monatsdrittel im Jänner. Da kommt eine Stabilität rein, eine Ruhe herein. Also ich habe hier das Gefühl, dass hier etwas aufgelöst wird. Denn hier geht es um irgendeine Antwort oder eine Reaktion, irgendetwas, was hier wichtig ist für dich, mein lieber Steinbock, in den Blockaden. Und das ist hier irgendetwas, du sollst hier irgendetwas bekommen oder es soll hier irgendeine wichtige Information zu dir kommen. Und ich habe das Gefühl, dass das, dass sich diese Blockade hier auflöst im Zeitraum von Monatsmitte bis Monatsende. Also auf irgendetwas wartest du hier. Denn wir haben hier dann einfach in beiden Bereichen einen Aufbruch, ja, den wir hier beobachten können. Also es kann hier in beiden Bereichen einen Neuanfang geben, beziehungsweise soll es auch geben, Aufbruch ins Neue. Also es kann auch sein, dass du vielleicht umziehst. Das würde hier auch Sinn machen, denn dann wechselt man ja auch den Ort, an dem man sich aufhält beispielsweise. Also das kann hier sein. Kann hier auch sein, dass du hier im zwischenmenschlichen Bereich für Harmonie sorgst. Gerade dadurch, weil du hier bestimmte Glaubenssätze, die du im Laufe des Lebens eben angehäuft hast, hinterfragst und neu formulierst. Oder ja, vielleicht bleiben auch manche gleich, das kann natürlich auch sein, aber ich sehe hier eine Ruhe reinkommen im letzten Monatsdrittel und ich sehe hier auch eine gesteigerte Aktivität mit anderen Menschen. Also hier kommt einiges ins Lot. Das kann hier auch sein, dass du hier, dass du vielleicht auch feierst, dass du vielleicht deinen Geburtstag eher erst gegen Monatsende beispielsweise feierst, weil durch die Feiertage eben oft viele verreist sind etc. etc. Also ich sehe hier einfach eine lebhafte Stimmung im letzten Monatsdrittel. Kann wie gesagt auch sein, dass du jemanden kennengelernt hast und dass das Ganze hier an Schwung gewinnt, denn dieser Aufbruch kann auch damit zu tun haben. Kann auch sein, dass du generell neue Kontakte knüpfst und im letzten Monatsdrittel dann hier ein Schwung reinkommt. Jetzt habe ich hier nur noch eines, da geht es ums Warten. Das möchte ich auch noch gerne gelöst haben. Okay. Alles klar. Im letzten Monatsdrittel haben wir hier auch noch eine Wartehaltung. Da wartest du auf irgendeine Person im zwischenmenschlichen Bereich, die wichtig für dich ist. Ja? Ich weiß jetzt nicht genau, worum es hier geht. Aber diese Person ist wichtig und das Warten lohnt sich. Aber du sollst dich hier nicht zu sehr drauf versteifen. Das kann jetzt vielleicht auch diese Antwort sein oder das, was du hier, wo du hier etwas bekommen sollst, wo hier etwas hereinkommen soll. Das kann jetzt durchaus das hier sein, ja. Das macht schon auch Sinn. Die Frage ist, ob das gegen Ende Jänner dann
aufgelöst wird oder ob das schon in den Februar hineinreicht. Ja, also es wird auf jeden Fall aufgelöst. Wichtig ist, dass du hier nicht so sehr in eine Wartehaltung gehst und dich auf die anderen Dinge konzentrierst, aber da besteht eigentlich jetzt nicht wirklich, nicht wirklich eine große Gefahr. Es ist, denke ich, nur wichtig, dass ich dich darauf hinweise. Was wir hier auch noch sehen können in den Blockaden, also das soll sich hier, diese Blockade bezüglich ausgeglichener Verbindungen, die soll sich hier auch, also gegen Monatsende hin, soll sich das hier komplett aufgelöst haben. Wir haben hier ja auch einen Phönix-Moment, mein lieber Steinbock, der hier auch wichtig für dich ist. Da sehe ich einfach auch, wir haben hier eben diesen Neuanfang mit Erfahrung in beiden Bereichen. Also da sehe ich, dass dir hier irgendetwas Wichtiges klar wird. Also irgendwo geht dir hier der Knopf auf und das ist wirklich wunderbar, denn diese Veränderung und diese 555-Energie, im ersten Monatsdrittel vor allem hier im beruflichen Sektor beobachten können, die entfaltet sich richtig schön über den Monat hinweg und das wird eine Veränderung, die dir einfach auch gut tun wird, mein lieber Steinbock. Ja, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.